Hallo und guten Morgen, Freunde der analogen Unterhaltung, zu unserem Doppel-Brettspiel-Advents-Päckchen-Kalenderspezial. Ist das der offizielle Name? Nein, Oh nein. Gott, es braucht einen neuen Namen. Nein, Brettspiel-Päckchen-Adventskalender-Gewinnspiel und Frosted Games Brettspiel-Adventskalender. Ja, in einem, wie ihr es gewohnt seid vom letzten Jahr, wir öffnen den Brettspiel-Adventskalender zusammen, schauen mal rein, was da so für coole Promos drin sind. Und dann ganz neu unser Päckchen-Adventskalender. Krons Wunsch geht so halb in Erfüllung. Er darf jeden Halb ist Tag gut, ja. ein Brettspiel-Päckchen-Adventskalender auspacken, aber muss dann leider den Inhalt weitergeben. Ja. An euch. Und das ist natürlich, geben ist seliger denn nehmen. Und so viel darf ich schon mal spoilern. Guck mal, wie groß die 7 Die 7 ist. ist möglicherweise Die oder habe ich nämlich ziemlich hier schon sicher. ausgespäht. Ziemlich Sie sicher. ist ziemlich sicher das größte Paket, was wir jetzt dabei haben. Ich habe die Sachen ja eingepackt. Ich weiß, was drin ist. Kron, wie gesagt, Und nicht. schon haben alle, die auf Gloomhaven gewartet haben, den Fernseher ausgeschaltet. Ja, Fernseher, Gloomhaven. habe ich gesagt. Guck mal, ich bin ein Kind der alten Zeit, der Ja, 80er nein. Jahre. Es gibt Den kein Fernseher Gloomhaven. Es tut mir ausgeschaltet. leid. Ja, vielleicht hätten wir mal nachfragen sollen. Es gibt kein Gloomhaven im Brettspiel-Adventskalender. Also die Leute, ne, das könnte ja sein. Es könnte ja sein, dass es ein paar Leute gibt, die sagen, sie warten mit dem Kommentieren, bis das beste Spiel kommt, weil sie nicht wollen, dass sie vorher was gewinnen und dann nichts mehr gewinnen können. Alle, die auf Gloomhaven waren, es Also gibt ich kein sehe das Gloomhaven. so, man sollte natürlich tatsächlich nur auf Spiele kommentieren, die man entweder selber gerne spielen möchte oder halt jemand kennt, den man total cool damit beschenken kann oder eine Freundin oder wen auch immer. Und Spiele, mit denen man jetzt gar nichts anfangen kann, sollte man nicht kommentieren. Aber jetzt darauf zu spekulieren, dass vielleicht ein Spiel kommt, dessen Gegenwert dann 20 Euro mehr ist als ein anderes, Bei ich würde mich einfach. wahrscheinlich 1000 Einsendungen pro Video Also dauerhaft ist ich es habe. sowieso wahrscheinlich nicht besonders Ich habe erfolgsversprechend. sehr selten was gewonnen und wenn, dann habe ich mich immer gefreut. Ganz egal, ob das ein Kaugummi war oder. 7. Ich habe es schon mal aufgemacht. Ne? Bevor wir hier das größte Päckchen öffnen. Und schon wieder zwei Pappen. Also irgendwie sind die ein bisschen fetter, die Promos dieses Jahr. Muss ich mal wirklich mal sagen. Oh, Oh, guck mal. sehr schön. Brandaktuell. Chimera Station Euro Edition. Habe ich jetzt am Wochenende gespielt. Ein wirklich tolles Spiel, das wir vielleicht sogar oder ziemlich bald vorstellen werden. Ich hoffe auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Wir haben beide es schon gespielt, finden es beide ziemlich cool von Tastry Minstrel und Game Brewer. Und was haben wir hier? Interactive Module. Ja, das sind tatsächlich, die machen das Ganze noch mal ein bisschen fieser. Wer es kennt, hier gibt es jetzt ein Modul, kannst du dann dich draufstellen und 3 Punkte von jedem angrenzenden Arbeiter klauen. Punkte, Siegpunkte. Und Wow. einmal zahle 2 Geld und füge eine Komponente aus dem Vorrat eines Mitspielers hinzu. Also Klaus tatsächlich, eben eine du Komponente. klaust tatsächlich Sachen von den Mitspielern, Und ja. tatsächlich haben sie hier Deutsch und Englisch oder es ist doppelt? Das frage ich mich gerade. Hier ist halt deutsche Beschreibung Sag und mal. englische Beschreibung, sind aber zweimal die gleichen Plättchen. Ich frage mich, ob das jetzt einfach, ob die zweimal im Spiel sind und sie haben nur das eine benutzt für die deutsche. Ja, ne, ist tatsächlich einmal Deutsch, einmal interessant ist ja, dass tatsächlich im Englischen Text auf den Karten steht und im Deutschen alles Ach so, mit jetzt Symbolen doch. Ja, gelöst alles ist. klar. Das Ja, ist im tatsächlich. Englischen ist deswegen, ja, das ist quasi Deutsch. Die Symbolsprache ist ein bisschen eigenwillig, aber wenn man sie mal drauf hat, dann funktioniert sie sehr gut. Wir stellen das Spiel auf jeden Fall noch vor und man kann so viel sagen, ja, Ist diese noch markiert, also es steht auch wirklich drauf. multilinguale. Mischt für eine etwas gemeinere Partie die interaktiven Plättchen in den Vorrat. Ja, sehr, sehr Sehr cool. schön. Aber das war's noch Schöne nicht. Sache. Hier die große 7 Ja. für euch. Und ich weiß wirklich nicht, was es ist. Das ist das Schönste. Erstens, dass du alle Päckchen einpacken musstest, dass du alle Anfragen organisieren musstest und Ja. dass ich auch noch die Sachen auspacken Sehr darf gut. und den Deshalb meisten ist Spaß meine daran diebische habe. Freude, dass du es dann alles abgeben musst. Ja, das ist wenigstens was. Ja, außerdem darf ich dafür den Adventskalender aufmachen. Finde ich auch Das ganz stimmt. nett. Kleines. Ich schau erstmal. Oh, das ist groß, ja. Eine El Grande Big Box Ja. von Hans im Glück. Ja, muss ich glaube ich nicht mehr viel dazu sagen. El Grande, ein, ja, fast schon ein Klassiker. Praktisch ein Klassiker. Es gibt Leute, Zwei habe ich bis mal. fünf, 90 Minuten, 12 Jahren, das kennt ihr alles. Und ja, das ist mit allen Erweiterungen, nämlich, also es war das Spiel des Jahres 1996, alle Erweiterungen, das heißt Großinquisitor und Kolonien und König und Intrigant.
Auf jeden Fall wäre das auch noch was? Jubiläumserweiterung? Nee, das sind schon die beiden. Ja, es wäre auf jeden Fall ein guter Kandidat für unsere Klassikerreihe. Das wollte ich auch übrigens mal sagen. Und Grandissimo. Ja, das kenne ich gar nicht. Auf jeden Fall ein guter Kandidat natürlich auch für unsere Klassikerreihe, die wieder aufleben soll im neuen Jahr, wenn dieser ganze Weihnachts-Neuheiten-Stress so ein bisschen weg ist. Dann wollen wir auch wieder mal ein paar ältere Spiele vorstellen. Und ja, das haben wir natürlich auch noch nicht vorgestellt. Ich habe mal gelesen, oder das haben, glaube ich, schon mehrere Leute mal gepostet, dass sie der Meinung sind, es ist immer noch das beste Mehrheitenspiel, Strategiespiel, was ist so, oder eines der besten, ne? Wolfgang Kramer hier. Ja, es ist auch eins meiner schwarzen Löcher, die gute Nachricht ist, deswegen bin ich auch recht erleichtert. Ich habe tatsächlich diese El Grande Big Box mir schon bestimmt ein Jahr her mir auch mal besorgt, habe es immer noch nicht gespielt. Ja. Aber es soll, ich habe das auch gehört, es soll tatsächlich der besten seiner Spiele sein. Es gibt immer noch wirklich, ich glaube, es gibt sogar Leute, die sagen, damit unterschlage ich jetzt den Richard Ulrich, der auch auf der Packung steht. Das ist ihr Lieblingsspiel immer noch, habe ich auch schon von vielen Leuten gehört. Also deswegen wirklich toll, dass auch Hans im Glück jetzt hier nochmal nach so langer Zeit nochmal die Big Box raushaut, weil die ist ja wirklich recht neu. Die ist, glaube ich, dieses Jahr erst, 2015, aber ich glaube, die Big Box ist trotzdem total neu. Nee, die Big Box, ja? Es gab die Big Box. Ah, okay, gut, aber trotzdem, wie gesagt, das ist, ich habe auch die Big Box hier heute. Ah, okay, alles klar. Ja. Aber trotzdem cool, also es gibt es halt einfach noch, wird gepflegt, alle Erweiterungen mit drin. Und ja, aber dann jetzt die Frage. Ach so. Ja, ich weiß nicht, ob man da so Brettspiel-spezifisch oder so. Vielleicht können wir was über Spanien sagen. Fragen. Oder ich meine, aber gut, Brettspiel-spezifisch fände ich schon auch interessant so hier. Klassikermäßig. Ja, das wäre vielleicht eine gute Sache. Sagt euch doch, schreibt mal in die Kommentare, was ist euer Lieblingsklassiker-Brettspiel? Und Klassiker nehmen wir sehr weit gefasst. Mit Klassiker meinen wir einfach nur... Nicht so weit gefasst wie Hunter, der immer Spiele aus dem letzten Jahr schon als Klassiker bezeichnet. Nicht, sondern ich sag mal, cool wäre da, ist egal, wenn ihr das um 5 Jahre verfehlt, aber wer es gut auskennt, wäre super, versucht mal vor der Jahrtausendwende zu bleiben. Oder vielleicht gerade noch das Jahr 2000, aber eher so 99 machen wir vielleicht den Cut. Genau, was ist da euer Lieblings... altes, klassisches Brettspiel. Das ihr vielleicht immer noch gerne spielt, womöglich. Also was und sind die Sachen, die wirklich gereift sind wie guter Wein sozusagen. Genau. Und nicht wie, das sieht ja auch mit Filmen manchmal so. Manche Sachen aus der alten Zeit, die kannst du dir angucken, die sind total toll gealtert und manche Sachen, da denkst du dir, oh mein Gott, das ist geil. An was hatten wir damals Spaß? Und bei Spielen ist es mit Sicherheit ähnlich. Grande ist eines der Spielen, die hervorragend gealtert sind. Das behaupte ich jetzt einfach mal so zu sagen, aufgrund der Sachen, die ich da auch gehört habe, ohne selber gespielt zu haben. Ich hoffe, es stimmt, aber ich vertraue da einfach mal drauf, weil es wirklich eine große Fanbase hat. Es gibt aber natürlich noch andere Klassiker, die gut gealtert sind und manche, die weniger gut gealtert sind. Also, was zum Thema, was euer Lieblingsklassiker, wer es mit Jahreszahlen da, mit Spielerscheinungen ein bisschen auskennt, versucht vor dem Jahr 2000 jeder, der was zum Thema schreibt, ist in Ordnung. Ja, wie gesagt, wer meine sehr weit gefasste Klassiker-Definition verwendet, da drücke ich auch ein Auge zu. Es geht aber darum, was zum Thema zu sagen. Und ja, ich glaube, es ist übrigens auch das einzige quasi ältere Spiel jetzt im Brettchen. Brettspiel, Päckchen, Adventskalender, alles andere sind Neuheiten. Von daher passt die Frage jetzt auf jeden Fall sehr gut. Und nochmal der Hinweis, auch in anderen Videos verbergen sich jetzt bis Weihnachten noch die ein oder anderen Gewinnspielmöglichkeit von uns, einfach weil wir noch ein paar mehr Spiele bekommen haben, als wir im Brettspiel, Päckchen, Adventskalender unterbringen konnten. Deswegen, ja, schaut da einfach mal, haltet da mal die Augen offen auf unserem Kanal. Bis Weihnachten gibt es ab und zu nochmal Gewinnmöglichkeiten. Ja, bis dahin. Bis morgen früh, Päckchen 8. Und ja, wir sagen tschüss. Genau, macht's gut. Tschüss. Ciao.